Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Gäste dieser Sitzung, schön, dass Sie heute gekommen sind. Heute beginnt in München, ja, es ist ja der dritte Versuch, Sie waren ja schon zweimal eingeladen und kommen zum dritten Mal nochmal. Also von daher, das ist wirklich ein Applaus wert. Heute beginnt in München die alljährliche Sicherheitskonferenz. Letztes Jahr wurde diese Tagung vom Bundespräsident Gauck eröffnet mit seinem Plädoyer, Deutschland solle mehr Verantwortung übernehmen. Tage zuvor hatten Sie, Herr Außenminister Steinmeier, im Bundestag appelliert, die Bundesrepublik dürfe keine Kultur des Heraushaltens üben. Häufig wurde diese Debatte verengt geführt, rein auf die militärische Komponente. Auch wenn dies nicht von Ihnen beabsichtigt war oder nicht immer beabsichtigt war, hat zu dieser Verengung sicherlich beigetragen, dass für das Nicht-Militärische, für das Zivile eben kaum neue Vorschläge oder Ansätze in die Debatte eingebracht wurden. Und dadurch verengt sich dann eben die Debatte auf das Militärische. Ein Jahr nach diesen Reden, und es waren ja einige, dürfen deswegen auch Fragen gestellt werden. Hat Deutschland mehr Verantwortung im zivilen Bereich übernommen? Wo hat es dies getan? Hat es seine Möglichkeiten genutzt? Und verfügt es überhaupt über diese Möglichkeiten? Auf der Habenseite der Regierung sind eindeutig die deutschen Vermittlungen im de facto Krieg zwischen der Ukraine und Russland, ebenso wie Vorhaben im Bereich der Mediation. Und was wir als Bundestag geschafft haben, ist die Erhöhung der Gelder zum Beispiel für ZIF und ZFD. Zivile Krisenprävention ist kein Selbstläufer. Die Erfolge sind nicht einfach zu messen. Und das ist ein Umstand, der, glaube ich, vielen Aktiven ständig widerfährt, dass man eben Konflikte verhindert und dann keine Fotos hat, die man in den Zeitungen sehen kann, die bei CNN laufen, und man deswegen eigentlich fragt, wofür sie da sind. Außerdem bietet auch die zivile Krisenprävention durchaus Anlass für sehr schwierige Fragen und lässt sich trefflich diskutieren. Ganz grundsätzlich, kann man Konflikte überhaupt verhindern? Oder geht es nicht eher um Konfliktbearbeitung und Konflikttransformation? Und wenn es das ist, können wir das? Können wir wirklich verlässliche Staatlichkeit aufbauen und voranbringen? Sind wir da nicht häufig gescheitert? Und selbst wenn wir es könnten, können wir denn die Konflikte voraussehen? Woran machen wir das fest? Ich glaube, dass wir viel davon können. In diesen Bereichen müssen wir endlich mehr tun. Aber es gibt eben auch vieles, was wir noch nicht oder nicht gut genug können. Und auch das müssen wir ehrlich anerkennen und dann eben auch massiv investieren in Wissen, in Konzepte, in weitere Instrumente und eben auch in Menschen. Beispiele für das Gelingen, was funktioniert, finden wir im vierten Umsetzungsbericht zum Aktionsplan Zivile Krisenprävention. Der ist übrigens diesmal zum ersten Mal lesbar. Das ist wirklich ein Unterschied zu den vorherigen. Und das geht auch auf die Arbeit des Unterausschusses Zivile Krisenprävention in der letzten Legislaturperiode zurück, der ja jedes Mal moniert hat, man möchte doch bitte einen lesbaren Bericht erhalten. Also es gibt viele Berichte in diesem Beispiel, in diesem Bericht, zum Beispiel in Sri Lanka. 20.000 Menschen wurden geholfen, durch die Ausstellung gültiger Dokumente an der Wahl jetzt teilzunehmen. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, ob Menschen vor Ort sich beteiligt fühlen, ob sie die Möglichkeit haben, an einem demokratischen Prozess teilzunehmen oder eben ausgeschlossen sind. Ähnliches, Sie haben es erwähnt, die Frage der Grenz- und Polizeistationen in Afrika, die man zivil aufbaut und dadurch Grenzkonflikte vorbeugt. Es gibt ganz viele Beispiele davon. Und wenn Sie noch so klein, noch so weit entfernt von uns sind, Sie sollten nicht unterschätzt werden. Sie sind ein wirklicher Beitrag dafür, diese Welt friedlicher zu machen. Und ein Dank gilt all jenen, die diese schwierige Arbeit vor Ort leisten. Hier möchte ich wirklich danken. Aber die Frage stellt sich doch, ob es deswegen mehr Geld für diese Projekte gibt, wenn wir es anerkennen, dass sie ja wirklich auch erfolgreich sein können. Da sprechen die Haushaltszahlen, Herr Steinmeier, da eben eine andere Sprache. Sie hatten vorher 150 Millionen erwähnt. Da haben Sie schon die Beiträge für die internationalen Organisationen mit eingerechnet und auch noch das, was man in der Klimaaußenpolitik auch noch macht. Wenn man sich die reine zivile Krisenprävention anschaut, dann ist die in den letzten Jahren seit 2013 bei 95 Millionen. Der Haushaltsansatz dieses
letztes Jahr war sogar niedriger, bei 93, wurde zum Glück korrigiert, obwohl schon der tatsächliche Bedarf 2013 bei 133 Millionen Euro lag. Und der Bedarf sollte doch wenigstens das Minimum sein, auch das fürs nächste Jahr zu veranschlagen, wenn es so viele mehr Krisen in dieser Welt gibt. Und in der Süddeutschen stand ja gestern, der Unterschied zwischen SPD, CDU und den Grünen sei nur, dass die Grünen mehr Geld wollten in dem Bereich. Und da sage ich Ihnen ja, das ist aber ein ganz wichtiger Unterschied, weil wer von uns ist denn gegen zivile Krisenprävention? Ja, wohl keiner. Deswegen kommt es darauf an, dass man dann auch bereit ist, nicht nur Worte zu haben, sondern das Geld eben dafür dann auch echt zur Verfügung zu stellen. Wir entsenden neben Soldatinnen und Soldaten auch viele zivile Fachkräfte ins Ausland. Polizistinnen, Juristinnen, Ingenieure, Ingenieurinnen, Frauenrechtsexpertinnen und viele weitere Expertinnen und Experten. Sie versuchen oft unter schwierigen Bedingungen vor Ort für Versöhnung, Wiederaufbau und nachhaltige Entwicklung einzutreten. Über 1000 Deutsche sind derzeit im Rahmen der Vereinten Nationen, der EU, OSZE-Missionen aktiv. Hinzu kommen viele Fachkräfte von Nichtregierungsorganisationen. Zum Beispiel 230 Expertinnen und Experten des zivilen Friedensdienstes in 36 Ländern. Dieses Engagement wird viel zu selten anerkannt und gewürdigt. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, die wir alle gemeinsam haben. Aber wenn ich Ihnen die Frage stellen darf, warum stellt Deutschland derzeit von mehr als insgesamt 12.400 Polizeikräften in UN-Missionen gerade mal 2 Dutzend? Von den 12.400 sind 24 Deutsche. Ist das deutsche Verantwortung? Ist das mehr deutsche Verantwortung für die Vereinten Nationen? Ich sage Ihnen klar, nein, da kann Deutschland mehr und da muss Deutschland auch mehr bringen und leisten für die Vereinten Nationen. Und auch da gilt, weil es eine schwierige Angelegenheit manchmal mit den Bundesländern ist, ohne zusätzliches Geld vom Bund wird das nicht funktionieren. Wir müssen uns auch fragen, können wir eben Staatlichkeit wirklich vorantreiben? Können wir Rule of Law, können wir Sicherheitssektorreform? Es kommt vor, dass wir unabhängige Justiz vorantreiben und dann die Richter aber höchst korrupt sind und wir gar niemanden mehr haben, der sie dann kontrolliert. Kommt auch vor, dass wir Rechtsstaatsmissionen selber in Korruption verwickelt sind und diese Missionen keinerlei rechtsstaatliche Kontrollmechanismen haben und deswegen vor Ort jegliche Glaubwürdigkeit verlieren. Es gibt auch Beispiele, wo wir eine demokratisch kontrollierte Armee vorantreiben wollen, aber die Missionen dazu nicht mit den dortigen Parlamenten arbeiten, wie zum Beispiel im Kongo. Das sind Situationen, wo unsere Arbeit ad absurdum geführt wird und wir noch nicht die richtigen Instrumente und Konzepte unbedingt haben. Es gibt auch in diesem Bereich Grenzen, Misserfolge und Rückschläge. Aber das ändert nichts an der Notwendigkeit dieser Arbeit, aber an der Notwendigkeit, mehr zu wissen und besser zu werden. Und wir haben in Deutschland keine richtigen, kontinuierlichen, systematischen, unabhängigen Evaluierungen in den Projekten fortlaufen. Wir müssen hier investieren in Forschung, in Wirkungsanalysen. Da ist so ein großes, noch Manko und großes Feld. Hier, glaube ich, ist 10 Jahre nach dem Aktionsplan dringend Zeit zu schauen, wo stehen wir, was können wir, wo müssen wir uns verbessern und das auch ehrlich anzugehen. Und wenn wir nicht überall für Staatlichkeit sorgen können, weil ich glaube, man muss auch die Grenzen anerkennen, dann müssen wir doch wenigstens dazu beitragen, dass diese Gesellschaften und Staaten nicht weiter wirtschaftlich destabilisiert werden. Und da sind wir noch weit davon entfernt. Wenn die Handels-, die Fischerei-, die Agrarpolitik eben nicht im Dienste des Friedens sind, sondern Gesellschaften destabilisieren, dann müssen wir uns doch nicht wundern, wenn diese Staaten noch weiter zerfallen. Und wer Waffen nach Saudi-Arabien exportiert, braucht sich auch nicht die Augen zu reiben, wenn diese eines Tages zu falschen Zwecken eingesetzt werden. Und eine verantwortungslose Klimapolitik trägt eben mit dazu bei, dass mehr Menschen zur Flucht gezwungen sind. Und für die dringend notwendige Abstimmung, Sie haben es erwähnt, dass Deutschland der Vorreiter wäre. Es tut mir schrecklich leid, das ist Deutschland eindeutig nicht. Deutschland ist noch längst nicht wirklich gut, wenn es darum geht, die unterschiedlichsten Ressorts wirklich abzustimmen. Wir haben zwar den Ressortkreis, aber er ist weder personell noch finanziell stark genug ausgestattet. Hier würde ich mir von Ihnen, Herr Steinmeier, wünschen wirklich, dass Sie hier ein richtiges Zeichen setzen, den aufwerten und stärken, damit dieses Nebeneinander her endlich beendigt wird. Und wenn Frau von der Leyen
jetzt ein neues Weißbuch will, da kann ich auch nur sagen, wir brauchen nicht ein Weißbuch für den einen Bereich. Wir brauchen endlich friedenspolitische Leitlinien für den gesamten außenpolitischen und internationalen Bereich. Das wäre mal ein Prozess, den es sich lohnt anzustoßen und nicht wieder Bereich für Bereich. Wir haben auch die schwierigen Punkte angesprochen, IS, Boko Haram, können wir da überhaupt was machen? Häufig hat man das Gefühl, man ist eigentlich machtlos. Aber ich glaube, man darf nicht aufhören zu suchen. Es gibt auch dort zivile Ansätze. Es reicht nicht immer aus. Wir wissen alle, dass man auch dort die militärische Komponente braucht. Aber das darf eben nicht dort aufhören. Man muss auch dort nach zivilen Möglichkeiten suchen. Die Austrocknung der Finanzierungsquellen, ein Punkt. Die Stabilisierung der Nachbarstaaten. Der Entwicklungsminister Müller hat 1 Milliarde zusätzlich gefordert. Ich hoffe, Ihre Regierung wird das zur Verfügung stellen, weil es ist eindeutig notwendig für Syrien und die Nachbarstaaten. Und am Ende erlauben Sie mir noch mal auf die Frage zurückzukommen, ob wir überhaupt Konflikte erkennen können. Es gibt dafür Indikatoren der Vereinten Nationen, der Europäischen Union, von zivilgesellschaftlichen Akteuren. Der Bericht kündigt in diesem Bereich Verbesserungen an. Das ist positiv. Aber was wir alle wissen, ist, dass ein Indikator die Ausgrenzung ganzer Bevölkerungsgruppen ist. Die Diskriminierung eines Teils der Bevölkerung. Es geht eben um Menschenrechtsverletzungen. Und Menschenrechtsverletzungen und deren Zunahme sind ein sehr guter Indikator für kommende gewalttätige Auseinandersetzungen. Sie besinnt nämlich schon Gewalt. Und der Zusammenhang zwischen Menschenrechten und Frieden ist in dem Bericht auch angegangen. Aber in der Praxis erleben wir doch leider immer wieder das Entweder-Oder zwischen Menschenrechten und Stabilität. Unterdrückung und massive Menschenrechtsverletzungen stehen aber nicht für Stabilität. Sie sind einfach Unterdrückung und massive Menschenrechtsverletzungen. Punkt. Und Ägypten ist da momentan ein trauriges Beispiel. Diese Woche wieder Hunderte von Todesurteilen für Kinder, Demokratieaktivisten, Muslimbrüder, selbst für tote Menschen. Eine junge Frau, die Blumen zur Erinnerung niederlegt, wird einfach erschossen. Und als Sisi sagt der Bundesregierung, dass er die deutschen Gelder für die Zivilgesellschaft einzeln kontrollieren wird, dann stellen die Bundesregierung schon mal vorzeitig die neuen Gelder für zivilgesellschaftliche Projekte in Ägypten ein. Es gibt kein neues Geld mehr Zivilgesellschaft in Ägypten aus Deutschland. Und als Dank wird dann als Sisi eingeladen nach Berlin. Da kann ich nur sagen, wer glaubt, dass das eine Politik für Stabilität in der Region ist, wer glaubt, dass als Sisi, der 20% seiner Bevölkerung massiv unterdrückt, der in Libyen keine positive Rolle spielt, dass der ein Garant für Stabilität und Frieden ist, da sind wir wieder in der alten falschen Politik. Und da, glaube ich, müssen wir endlich dran, hier für eine ehrliche und eben vorsorgende Außenpolitik zu machen, die nicht an die falschen Stabilitätsvisionen des letzten Jahrhunderts glaubt. Es hat einen Frau Kollegin Brandner, kommen Sie bitte zum Schluss. Vorsorgende Außenpolitik, Krisenprävention hat einen Preis. Fangen wir an, diesen Preis auch wirklich ernst zu nehmen und zu zahlen. Mehr Verantwortung, ich wünsche sie mir. Vielen Dank.